Dashboard Heroes and Experts. Und heute mit Kommentierung in BI-Tools geht doch, sagt mindestens Michael Schwan. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe schon ein bisschen was gesehen und ja, es scheint wirklich zu gehen. Und wir haben gerade eben noch gewitzelt. Ich sage so, ein Dashboard soll ja auch zur Kommunikation beitragen. Und dann kann man ja auch mal den Hörer in die Hand nehmen. Und dann hat Michael tatsächlich gelacht. Und ich sage, da kann man einen Hörer in die Hand nehmen und doch jemanden anrufen und über Zahlen diskutieren. Aber tatsächlich hat Michael da was ganz anderes im Sinn, was die Kollaboration und die Zusammenarbeit angeht. Da würde da wahrscheinlich eher auf das Telefon verzichten und eben mit Kommentaren arbeiten. Hallo Michael. Hallo Olli. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, schön hier sein zu dürfen in der Runde. Schön, dass es hier so munter zugeht. Ja, wir haben hier so ein, zwei Dauerbrenner, Dauergäste. Also der Arthur zum Beispiel, der versucht immer dabei zu sein. Power BI-Experte, bin ich mal gespannt. Der hat sicherlich auch ein paar knifflige Fragen an dich, wenn es um Power BI und Kommentierung geht. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal mit ein bisschen Reporting-Impulse und Netflix und wie moderne Dashboards aussehen könnten und sollten. Und dann schauen wir mal, was Michael uns mitgebracht hat zum Thema Kommentierung in BI-Tools. Und der ein oder andere, der schon mal dabei war, der kennt die ein oder andere Folie schon, das Reporting-Impulse-Team. Wir sind ein kleines Team, deutschlandweit verteilt, sitzen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und inzwischen auch in Köln und beschäftigen uns eben den lieben langen Tag mit Dashboards und Analytics und haben als Basis des Ganzen ein VBA-Modell, das Visual Business Analytics-Modell, was initial mal vor knapp 10 Jahren in diesem Buch Visual Business Analytics entstanden ist, zusammen mit dem D-Punkt Verlag und dem Fraunhofer Institut. Und das Modell ist so die Basis des Ganzen, was wir so zu Dashboards erzählen und wie wir die Welt da sehen. Und es gibt noch ein zweites Buch, Managementberichte gekonnt visualisieren, ist im Haufe Verlag erschienen und aus Kundensicht eher mal berichtet, wie Dashboards funktionieren, wie Dashboard-Projekte ablaufen, beziehungsweise was es eventuell auch für Probleme geben kann und wie man sowas lösen kann. Und man sieht auch anhand der Kunden, uns sind die Zahlen erstmal egal, also sprich, ob das T-Shirts und Sportschuhe bei Adidas sind oder Panzer bei der Bundeswehr oder Hypotheken bei der Sparkasse, das ist völlig egal. Und ich bin jetzt auch wirklich gleich durch mit den Büchern, weil das ist das letzte und das dritte Buch, Reporting und Business Intelligence Werkzeuge für den Controller. Könnt ihr auch gerne kurze Mail, dann kriegt ihr das als E-Book von mir, ist aus der Praxis und tatsächlich auch die wieder mit Kunden geschrieben, einmal auch aus Toolherstellersicht mit Click und Crayformate, aber auch wieder Kunden wie ZF oder TESA und große Beratung wie KPMG und die Leute waren da auch dabei. Und die Weiterentwicklung von Büchern und auch von dem Konzept der Bücher ist dann eben der bekannte BI or Die Podcast mit inzwischen 12.000 oder mehr als 12.000 Abonnenten. Konzept funktioniert wie bei den Büchern. Das heißt also, hier kommen auch Toolhersteller, Kunden, Anwender etc. zu Wort. Der liebe Michael war schon da und im August oder September 20 hattest du damals das schon vorgestellt mit TrueChart und der Kommentierung, aber auch der Arthur war schon da. Also von daher da gerne mal reinhören, abonnieren und ich habe gesagt, es gibt ein Modell, das Visual Business Analytics Modell. Das ist das einzige Modell, was man bei uns
kennen muss letztendlich. Es geht einmal um das Thema Information Design, Visual Business Intelligence und Visual Analytics. Information Design geht es um das klassische Reporting. Meine Story steht fest, ich habe meine Reporting-Daten, ich bereite das auf und präsentiere das, so wie eben jetzt hier auch diese PowerPoint. Ich habe mir meine Geschichte überlegt, habe mir meine Folien, meine Daten zusammengesucht und der Empfänger, die Empfängerin hat jetzt keinen Einfluss darauf, kann außer abschalten eigentlich nichts tun, sondern muss jetzt die Story so konsumieren. Und bei Visual Business Intelligence, wenn wir dann von Dashboarding reden, dann habe ich natürlich auch eine Story, um die es gehen soll. Ich habe strukturierte Daten, aber der wesentliche Unterschied, und das ist der wichtigste, ist, dass das Ganze interaktiv passiert. Das heißt, Empfänger und Empfängerinnen haben die Möglichkeit, im Dashboard durchklicken, die Sicht zu verändern, und es passiert etwas auf dem Dashboard und ich habe jetzt aus der Erstellersicht keinen großen Einfluss mehr darauf, was dort gemacht und getan wird. Und Visual Analytics, die dritte Stufe oder die dritte Part, davon spricht jeder, aber die wenigsten sind da schon. Wir sprechen dann von Advanced Analytics, von Rohdaten und der wesentliche Unterschied vor allem das Explorative, also sprich das Entdecken der Daten, das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, das passiert in einem Analytics-Dashboard. Und Visual Business Intelligence, da sprechen wir immer von einem geführten Dashboard, ein Guided Dashboard, und bei den analytischen ist es tatsächlich frei, das Entdecken der Daten. Und wie das so ist, Realität oder Wunsch und Wirklichkeit klaffen da oft sehr weit auseinander. Und die Realität sieht dann ganz oft so aus, man hat sich ein BI-Tool angeschafft, sei es Power BI, Tableau, Click etc. Und so ein BI-Tool kann unheimlich viel. Und was die alle können, ist viel Farbe und viele lustige, bunte Grafiken. Ob man das dann immer alles so machen muss, fraglich. Also in diesem Beispiel, das ist konstruiert natürlich, aber man sieht nicht so wirklich was. Und man weiß auch nicht so wirklich, worum es da geht. Also man sieht da was mit Turnover nach Country. Ja, okay, also es geht irgendwie um Umsätze und irgendwelche Länder, aber in dem Spaghetti-Chart irgendwie was zu erkennen, außer irgendwelche extremen Ausreißer, eigentlich nicht möglich. Und Pie-Chart, jetzt hier in dem Fall mit 12 Ausprägungen, gestapelte Säulen etc. Und dann kann man natürlich gerne sagen, das ist konstruiert, aber ich habe tatsächlich mal Google befragt, Dashboard, und dann die Bildersuche bemüht, und tatsächlich ist es so, dass die Dashboards tatsächlich scheinbar genau so aussehen. Also zumindest das, was man da findet, sieht am Ende so aus. Es ist alles sehr bunt. Es sind Karten geboten, es sind Spaghetti-Charts geboten und vor allem auch viel Farbe. Wenn man das macht und sagt, okay, wie sollen Dashboards aussehen? Ja, kann ich verstehen, dass manche Dashboards oder dass die meisten Dashboards tatsächlich eben so aussehen. Aber wie kreiere ich denn jetzt Dashboards, die Akzeptanz bringen, einen Mehrwert liefern und vor allem eben auch genutzt werden? Und aus unserer Sicht reichen dafür eigentlich fünf Schritte, wenn man so will. Man muss sich mit dem Design der Tabellen und der Diagramme beschäftigen. Man muss die richtige Auswahl treffen. Also sprich, wann nutze ich denn eine Tabelle und wann ist denn welches Diagramm geeignet? Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie soll mein Layout denn sein? Also habe ich ein Layout? Brauche ich ein Layout? Will ich ein Layout? Wenn ja, wiederholt sich das immer? Sieht das immer gleich aus? Und ich habe es eingangs schon gesagt, Auswahl des Dashboard-Typen, sprich, ist es ein geführtes Dashboard oder ist es eher ein analytisches
Dashboard. Das heißt, im ersten Schritt lege ich das Design für meine Tabellen bzw. meine Diagramme fest. Also wie will ich Zeit darstellen, wie will ich Struktur darstellen etc. Und welche Art von Tabelle nutze ich denn? Nutze ich eine textuelle Tabelle oder eine visuelle Tabelle? Und das Ganze immer nach dem Prinzip, weniger ist mehr. Reduziert, 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 was Farbe angeht, was die Komplexität angeht. Denn dadurch wird so ein Dashboard eben wesentlich schneller und einfacher akzeptiert. Und da sprechen wir jetzt immer von dem geführten Dashboard, im Guided Dashboard. Die Auswahl von Tabellen und Diagrammen, weil Tabellen machen ja durchaus an verschiedenen Stellen Sinn. Das heißt also, wann nutze ich eine visuelle Tabelle, wo kann das sinnvoll sein und wann nutze ich welche Diagramme beziehungsweise wofür nutze ich welche Diagramme? Als ich diese Fragen mal stellt und abschließend beantwortet und sein Konzept aufnimmt, dann fällt das alles wesentlich leichter. Wir haben zum Beispiel diesen Chart-Chooser, da gibt es ja verschiedenste. Wir passen den auch immer nochmal speziell an die Kundentools an. Das heißt, geben auch noch die Info mit, geht in Power BI, geht in Tableau, geht in Click etc. Beziehungsweise hier ist ein Add-on nötig oder auch ein Workaround, um diese Visualisierung darzustellen. Sprich, wir müssen uns erstmal fragen, geht es um Verteilung, geht es um Beziehung, geht es um Zusammensetzung, zeitliche, strukturelle, geht es um irgendwelche Vergleiche, beziehungsweise brauche ich vielleicht irgendein Sonderformat. Und mein absoluter Favorit ist die Kombination mit der Abweichung. Und ich sage es immer wieder, die Abweichung ist tatsächlich deine beste Freundin, dein bester Freund, denn die erzählt, was tatsächlich passiert ist. Man stellt sich jetzt mal Q1 bis Q4 ohne Abweichung vor, relativ langweilig und auch wenig aussagekräftig. Ich weiß, wie viele Umsätze, wie hoch mein Umsatz im Q1, Q2 etc. war. Aber das zu bewerten, war das jetzt gut, war das nicht gut, waren wir irgendwo schlechter, besser, wie auch immer, bringt erst die Abweichung. Und das ist also die absolute Empfehlung, immer mit der Abweichung zu arbeiten, sei es jetzt im zeitlichen oder auch im strukturellen. Könnt ihr jetzt auch irgendwelche Produkte darstellen und eben gucken, welches Produkt da besonders gut performt hat. Und es gibt auch noch die Erweiterung, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt hier in absoluten Zahlen und darüber setze ich auch nochmal eine prozentuale Abweichung. Da habe ich dann schon deutlich mehr zu erzählen, als wenn ich nur Säulen von Q1 bis Q4 erkläre. Beziehungsweise, was soll ich da eigentlich erklären? Das, was da ist, ja, 4,3, 2,5, weiß ich nicht, war das gut, war das schlecht? Die Abweichung macht das Ganze dann ein bisschen runder. Das Thema Layout, sprich, wie soll mein Dashboard eigentlich aussehen? Das heißt, wie viel Platz räume ich welchen Dingen ein? Welche Farben nutze ich? Welche Abkürzung? Wie sprechen wir im Unternehmen eigentlich? Sprechen wir im Unternehmen von Budget? Sprechen wir von Forecast? Sprechen wir von Plan? Da also eine Einheitlichkeit zu schaffen, sodass jeder, der drauf guckt, vielleicht auch mal ein Fachfremder, das beurteilen oder zumindest lesen kann, nicht fachlich, aber inhaltlich zumindest, hilft auf alle Fälle, diese Einheitlichkeit da zu schaffen. Und unser Layout oder unsere Empfehlung für so ein Layout ist, mit einem Titelkonzept zu arbeiten. Logo, kann man darüber diskutieren, muss ich jetzt auf jedem Dashboard mein Logo haben oder nicht, oder weiß ich, wo ich arbeite, also optional gerne auch ein Logo. Wichtig ist diese Diagramm- und Tabellenfläche, dass ich also dafür einen großen Raum einplane und dass die Empfänger und Empfängerin eben immer alles an derselben Stelle finden. Sprich, das Titelkonzept sieht in jedem Dashboard gleich aus. Es ist immer da oben, es ist halt mal ein Sales, es ist mal eine Produktion, es ist mal irgendwas, aber ich habe da oben immer die Information, was zeigt mir denn das Dashboard tatsächlich? Und
Dann geht es natürlich nochmal um die Auswahl des Dashboard-Typen, sprich, ist es ein geführtes Dashboard, ist es ein Monitoring-Dashboard oder ein KPI-Dashboard oder ist es ein analytisches Dashboard mit großen Datenmengen und ich habe eine Vermutung und die Daten sollen mir das jetzt mal bestätigen oder es widerlegen oder was auch immer. Die Frage muss man sich eben auch stellen, wer kriegt das Dashboard, wer guckt da drauf und was will ich eigentlich damit erzählen. Das heißt also, die Entscheidung, geführtes oder ein analytisches Dashboard, und bei einem geführten Dashboard, klare Empfehlung, immer mit der Kachelsicht zu starten, sprich, ich habe eine Landingpage und dort werden in Kachelform eben meine KPIs, meine Dinge abgebildet. Und warum sollte das so aussehen und warum sollte man das so machen? Weil die Menschen es gewohnt sind. Man kennt es von Netflix, man kennt es von Amazon Prime, man kennt es vom Tablet, vom iPhone, von allen möglichen, selbst ein Windows arbeitet mit so einer Kachelstruktur. Und der sogenannte Netflix-Effekt, das heißt, ich habe ein Kacheldesign, ich habe eine Vorschau und daraus ergibt sich ein relativ logischer, nachvollziehbarer Klickpfad. Das heißt, ich kriege den Überblick, meine Auswahl, was mich interessieren könnte. Und mit der Kachel verbunden weiß ich, dass ich bei Paw Patrol sehr wahrscheinlich einen Trickfilm zu erwarten habe mit Hunden. Und so wie es aussieht, könnten das irgendwelche Action-Superhelden-Hunde sein. Und wenn ich aber auf unser Planet schaue, dann wird es da sehr wahrscheinlich um Natur gehen. Im besten Fall erfahre ich dort was über Gorillas. Ich werde dort nichts über die Hip-Hop-Evolution erfahren. Das heißt, ich habe eine gewisse Erwartung, wenn ich auf etwas klicke, dass danach etwas in dem Zusammenhang eben auch passiert. Und was passiert bei Netflix? Bei Netflix passiert, dass ich den Film etwas genauer erklärt bekomme. Das heißt also, diese Kachel hat einen Trigger ausgelöst. Rocky scheint ganz interessant zu sein, gucke ich mir mal an. Das heißt, ich kriege auf der zweiten Ebene die Info zu dem Film, aufs Dashboard übertragen, nähere Infos zur KPI. Das heißt, hier wird mir nochmal erklärt, wer spielt denn da eigentlich mit, worum geht es da, wie lange dauert das. Aber zusätzlich habe ich jetzt auch hier unten noch weitere Infos bzw. weitere Optionen, weil da derselbe Schauspieler mitspielt, weil das eine ähnliche Story ist, weil. Gibt es verschiedenste Gründe. Das passiert auf der zweiten Ebene. Ich entscheide mich dann, den Film zu schauen, genieße den dann 2 Stunden und bin zufrieden. Oder auch nicht. Wenn ich nicht zufrieden bin und ich noch mehr über den Film wissen möchte, wer die Kostüme gemacht hat, wer das Make-up gemacht hat, wer die Getränke geliefert hat, dann muss ich mir den Abspann anschauen. Also die ganz tiefen Informationen zu dem Film kriege ich im Abspann. Aufs Dashboard übertragen, habe ich auf der zweiten Ebene alle Infos, die ich brauche, kann ich eine Entscheidung treffen, kann ich etwas tun, kann ich irgendwas delegieren, machen. Bin ich durch. Alles erledigt. Wunderbar. Wenn ich noch mehr wissen will, wenn ich noch weitergehen will, auf Belegebene, auf, weiß ich nicht, Auftragsnummer, Lieferschein, was auch immer, dann würde ich im Dashboard dann auf die visuelle Tabelle zum Beispiel gehen. Und wie sieht das im Dashboard aus? Mal ein Beispiel aus Power BI. Das heißt, ich habe also meine Landingpage mit dem Kacheldesign. Habe also hier meine Übersicht über Umsätze aus 15 verschiedenen Ländern, habe meine totale Übersicht und kann jetzt in die einzelnen Länder einsteigen und mir Zahlen genauer angucken. Das heißt, wenn mich Country 5 interessiert, weil das irgendwie rot und irgendwie hinterm Ziel ist, dann würde ich da draufklicken und würde erklärt bekommen, warum das so ist, wo das herkommt, was sind da Treiber, was ist dafür verantwortlich, dass wir da jetzt gerade hinterher sind. Beziehungsweise kann ich natürlich auch positiv mir angucken und sagen, was ist denn bei Country 2 los, warum sind die denn besonders gut und daraus eben auch wieder was ableiten. Das heißt, auf der Landingpage einen Trigger setzen, ich muss da reinklicken, weil ich will da mehr drüber wissen. Und
eben an dem Beispiel mit Rocky, da wird mir also der Film jetzt näher erklärt. Hier wird mir die KPI näher erklärt. Hier wird mir gesagt, wie setzt sie sich zusammen? Kategorien, Produkte, die Begrifflichkeiten sind komplett austauschbar. In dem Beispiel Umsatz wird mir jetzt erklärt über die verschiedenen Kategorien bzw. Subcategories und Länder und natürlich unten rechts dann auch nochmal über die Zeit. Und ich sehe, was los ist, beziehungsweise welche Kategorien da eben die Treiber sind für ein negatives Ergebnis, beziehungsweise auch über die Länder. Und das Ganze natürlich interaktiv, dynamisch, zeige ich gleich nochmal. Das heißt, ich klicke auf irgendeine Säule, auf irgendeinen Balken und es passiert was auf dem Dashboard. Das heißt, das Dashboard verändert sich. Und wenn ich jetzt noch mehr wissen will, dann habe ich die Möglichkeit, Netflix, der Abspann, hier im Dashboard auf der dritten Ebene dann meine visuelle Tabelle, in der ich dann eben noch weiter runtergehen kann in die Subcategories, auf die einzelnen Produkte, vielleicht auch auf einen Kunden, weil ein bestimmter Kunde eben auffällig ist, etc. etc. Und mit diesen drei Ebenen arbeiten wir und kommt von Ben Snyderman, Mantra der Informationsvisualisierung, großer Überblick, Details und dann die tiefen Insights auf der untersten Ebene. Bei dem Analytics-Dashboard geben wir der Analysefläche ganz viel Raum, arbeiten auch mit einem Titelkonzept und mit Filterelementen und das sind immer visuelle Filter, das heißt Säulen, Balken, was auch immer, aber nicht mit irgendwelchen Dropdowns und Freitextfiltern. Und ich habe da ein Beispiel von einem Kunden, da geht es um eine Kampagnenanalyse. Und das kann dann so aussehen. Ja? Also sprich, ich habe auf der linken Seite meine ganzen Datenpunkte, hier in dem Fall jetzt ganz viele Kampagnen mit verschiedenen Conversions und Response und habe auf der rechten Seite meine Filterfläche. Das heißt, ich kann es jetzt einfiltern über bestimmte Kanäle, über bestimmte Zahlungsmethoden, über die Zeit etc. Und die Analysefläche verändert sich eben entsprechend. Auf der untersten Ebene habe ich auch da dann noch mal eine Tabelle, eine visuelle Tabelle, eine textuelle Tabelle, in der ich dann noch weitere Insights finden kann. Und sowas kann auch ein bisschen komplexer aussehen, dass mein Portfolio-Dashboard auch aus einem Kundenprojekt, wo es um verschiedene KI-Initiativen innerhalb eines Unternehmens geht, wo man das getrackt hat, wie weit ist jemand, welchen Business Impact könnte diese Initiative haben, etc. Und das heißt, hier hat also auch die analytische Fläche sehr, sehr viel Raum. Es wird noch mit KPI-Kacheln gearbeitet, die also auch interaktiv, also dynamisch, die filtern sich also auch immer durch. Und auf der rechten Seite meine Filter, jetzt hier in dem Fall eben über Tree Maps gelöst, weil man es sehr gut darstellen konnte damit. Da gibt es dann eben verschiedene Datentypen, gibt es eine AI-Kategorie, es gibt Solutions, Company-Hierarchie etc. Und entsprechend dessen, wo ich eben klicke, ändert sich alles auf der linken Seite. Und auf der untersten Ebene habe ich dann tatsächlich auch nochmal wieder eine Tabelle und kann da noch weiter reingehen. So, das ist alles, hört sich alles schön und gut an, alles vielleicht auch schwierig und ich weiß es nicht, aber das Wichtigste ist, dass das Tool tatsächlich am Ende egal ist. Das Tool löst nicht das Problem und was dein Problem löst, ist deine Idee, dein Konzept und ein Framework löst das Problem. Und es gibt ein schönes Beispiel. Diese drei Jungs haben alle dasselbe Tool bekommen, nämlich drei Backsteine und sollen von A nach B kommen. Und ich behaupte mal, dass der in der Mitte den besten Framework, das beste Konzept, die beste Idee hatte, wie er das löst mit dem Tool.
und die anderen beiden irgendwie auch ans Ziel kommen werden, aber deutlich langsamer, beschwerlicher, nicht so ganz optimal. Aber das nur mal so am Rande. Das heißt also, das Tool ist tatsächlich am Ende egal. Die Tools können alles. Wichtig ist, dass ich eine Idee habe, was ich denn tatsächlich auch machen will. Wenn ihr noch nicht genug habt und noch mehr wollt, noch mehr wissen wollt, noch mehr Kontakt mit uns haben wollt, dann kann ich euch nur unsere Homepage ans Herz legen und vor allem auch das BI or Die Magazin. Kann man hier oben auch direkt abonnieren, oben rechts. Was findet ihr da? Ihr findet die Podcasts, ihr findet das Magazin, alle Events, Live-Veranstaltungen, E-Book etc. Im Magazin, aktuell gerade die 11. Ausgabe erschienen, findet ihr immer alles, was Reporting Impulse so gemacht hat die letzten Wochen, sprich Podcasts, aber auch die Aufzeichnung der verschiedenen Live-Events, Artikel, Posts etc. findet ihr dann alles immer in dem BI or Die Magazin und natürlich auch die nächsten Veranstaltungen, die dann so anstehen. Abonnieren kann man das Ganze hier oben, Name, E-Mail und dann seid ihr da immer up to date. So, das war es jetzt erstmal von mir im Schnellgalopp quasi einmal durch das Best-of, was wir so machen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Ideen, Einwände, Beifallsbekundungen, was auch immer, dann gerne jetzt. Ansonsten gerne auch später. Und ich würde. Super, Olli. Ach, sehr schön, Arthur. Dass du mir das also immer noch anhörst. Eindimensionale, ja, gut, es läuft so statt Netflix, wenn ich arbeite. Ja, aber eindimensionale Treemaps, da komme ich trotzdem noch nicht so ganz mit. Aber ich glaube, da könnten wir den ganzen Tag, also mehrdimensional, ja, geil, hast mich inzwischen voll überzeugt. Aber als Filter, naja. Arthur, das besprechen wir nochmal an anderer Stelle. Ja. Ich zeig's dir mal, das Portfolio, wenn das funktioniert. Sehr gut. Kommentierung in BI-Tools. Also wir haben ja lange, Michael, ich habe tatsächlich gestern nochmal den Podcast gehört und du hast ja Andreas tatsächlich bekehrt. Wir haben ja immer gesagt, also es funktioniert nicht, ist alles Quatsch und jetzt schreibst du da heute was hin und morgen gucke ich rein und dann ist die Zahl ja wieder eine andere und es ist doch alles Blödsinn und Kommentierung in Tools ist doch Quatsch. Ruf doch lieber jemanden an. Aber du hast es gelöst da mit deinem Team irgendwie. Ja, also zumindest behaupten wir das. Gerne zeige ich das gleich mal und gehe darauf ein. Also ich fand die Einleitung aber cool, wie du das aufzeigst. Du fängst irgendwo im Groben an und gehst dann ins Detail. Und der Grundgedanke eigentlich hinter TrueChart ist natürlich auch, das so visualisieren zu können, wirklich unternehmensweit gleich visualisieren zu können, aber eben dann bei diesem Analysepfad entlang der Daten oder der Organisationshierarchie oder der KPI oder was auch immer Hierarchie dann auch entsprechend Kontext liefern zu können. Weil oft spricht man ja von Entscheidungssystemen und die Entscheidungssysteme möchten was zeigen oder zeigen ja auch was. Und dann hat man aber das Problem, dass das Wissen, was in den Köpfen steckt oder generiert wird in Teams-Channels oder von mir aus auch in solchen Veranstaltungen oder beim Telefon, da überhaupt gar nicht wieder aufscheint. Ne? Das passiert da nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, das ist schon eine Weile her, TrueChart gibt es ein bisschen. Das war eine Idee, nachdem ich in 2012 damals den Rolf Fichert kennenlernen durfte, gesagt, hey, wenn ich so visualisiere, muss ich auch kommentieren können. Für mich ging das zusammen. Na, und deswegen zeige ich jetzt mal hier den Bildschirm, den teile ich einfach mal. So, jetzt seht ihr den Bildschirm vermutlich. Ich möchte aber
auch, obwohl wir jetzt schon einige Folien gesehen haben, ganz kurz mit einer Folie starten, einfach um das einzuordnen. Also die Idee von der Folie ist einfach zu sagen, man hat hier eine Unternehmung, das fängt hier unten an und lädt Daten irgendwo in einen Server. Das kann ein SQL-Server sein, kann was anderes sein. Aber TrueChart ist eine Plattform und der KPI-Chart ist eine Plattform, das ist eigentlich ein Produktportfolio, was eben diese Visualisierung und Kommentierung ermöglicht. Und stellt dann aber die Schnittstelle zu anderen BI-Tools dar. Das heißt, es ist eigentlich BI-Tool-agnostisch. Deswegen sprechen wir von einer Plattform, weil es ein Service ist, der mit einer Datenbank kommuniziert und entsprechend Visualisierung und auch Kommentierung an Frontends verteilt. Wichtig ist, also ich habe mein Ursprung habe ich in der SAP BI-Beratung, damals noch der schöne SAPnet Viva 7.4, mittlerweile ist es ein bisschen moderner geworden, auch in dem Bereich. Und ich bin groß geworden eigentlich in einer Umgebung, wo viel transportiert wird, wo man eine gewisse Enterprise-Readiness braucht. Und das ist auch der Ursprung gewesen, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt kommentieren und visualisieren, dann müssen wir das können. Das heißt, alles, was wir jetzt nachher sehen, auch in der Plattform, wenn ich was in Click zeige oder in Power BI zeige, dann kommunizieren wir mit einem Server im Grunde. Und dieser Server lässt sich auch so aufbauen, beziehungsweise vom Prozess her so aufbauen, dass es dann auch mehrschichtig funktioniert. Alright? Gehen wir mal dann in ein Click-Dashboard. In dem Click-Dashboard bin ich jetzt quasi schon über die erste Hürde hinweg. Ich habe die Kacheln hinter mich gelassen und ich interessiere mich jetzt quasi für meine Finanzdaten. Ich habe hier also ein Finance Dataset. Links oben habe ich eine P&L-Tabelle, rechts davon die Kosten, die sich auf diese Umsatzpositionen beziehen. Und links unten habe ich einen Zeitverlauf und eine Kommentierung. Und rechts unten habe ich dann ein Chatfenster. Also im Grunde versucht diese zweite Ebene dann in deinem Modell alles anzubieten, was es so von der Plattform her gibt, nämlich Visualisierung und Tabellen, Kommentierung, datenpunktbezogen und eben eine Echtzeitkollaboration. Was das bedeutet, gehe ich kurz mal drauf ein. Dazu nutze ich diesen Zeitverlauf hier links unten, wo wir gerne zum Juni eine neue Kommentierung erfassen möchten. Hier kann ich im Prinzip neue Erkenntnisse hinterlegen und kann dann sagen, ich möchte das Ganze auch mit einem Datenpunkt verbinden, weil ich hier über den Forecast zum nächsten Monat sprechen möchte oder vielleicht diesen Datenpunkt auch in Bezug setzen möchte auf ein gewisses Delta, was wir im Vormonat zum Vorjahr erreicht haben. Wichtig ist bei uns, ist Kommentierung immer als Rich Text aufgesetzt. Das heißt, was ich hier mache, kann ich auch fett machen. Ich kann mit Listen arbeiten. Ich kann auch mit Links arbeiten und kann das Ganze eigentlich auch so machen, dass ich dann nachher das Ganze auch exportieren kann. Im Click-Bereich haben wir in 2016 damals mit einer Tochter von der Lufthansa eines der ersten wirklich exportierten und gedruckten Management-Ergebnis-Reports gebaut. Das heißt, deren ihre 200 Töchter, wobei nicht alle das gemacht haben, manche haben noch Excel geschickt, das konnte man dann, oder E-Mails geschickt, dann haben die Controller das hier reingepastet, es gab einen Kommentierungsworkflow oder gibt den heute noch. Das System ist stabil und hilft jetzt ein bisschen in pandemischen Zeiten, auch das Geschäft schneller und besser zu kommentieren. Hat man dann die Kommentare eingesammelt, vielleicht nochmal managementgerecht aufbereitet und dann zur Verfügung gestellt. Natürlich war dann Drucken ein ganz wichtiges Thema, obwohl man eingangs mit der Digitalisierung das vermeiden wollte, war dann doch die Frage, kann ich es dann auch ins PDF bringen und so weiter. Also alle Ausgabemedien auch heute noch relevant. Und natürlich hier, gerade wenn man mit Kommentierung arbeitet, sehr wichtig, dass man das unterstützen kann. Nicht immer ganz einfach in der Web-Oberfläche, je nachdem, was die Plattform eben unterstützt. Genau. Dann das Zweite ist natürlich, wenn ich jetzt hier auf so einer Oberfläche kommentiere, hat das ja einen bestimmten Kontext. Und wenn ich jetzt was zu diesem Monatsergebnis sage, und zwar auf Gruppenstufe, und dann aber den Kontext ändere, nämlich zum Beispiel auf Deutschland, dann muss ich eigentlich sicherstellen, dass meine Kommentierung
ja, diesen Bezug zu den Daten auch behält. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann ist Kommentierung relativ ineffizient. Und deshalb kann man die Kommentierung, die wir hier anbieten, diese wie wir sie nennen, perspektivische Kommentierung, im Gegensatz zur tabellarischen Kommentierung, die man jetzt hier oben vornehmen kann, mache ich auch gleich mal so, dass man die auch an Datenpunkte knüpfen kann, und zwar beliebig tief. Nicht alles, was man hier in der Oberfläche selektieren kann, muss man im Datenfilter speichern, weil man sonst unendliche Tiefen generiert für Kommentare. Die werden dann nicht mehr verwaltbar. Man findet seine Kommentare nicht mehr und das macht dann keinen Sinn. Also brauchten wir ein System, wo man wirklich ganz gezielt designen kann, was möchte ich überhaupt kommentieren. Genau. Kommentare in der Tabelle sind genauso wie Kommentare in der Perspektive. Das heißt, auch die kann ich fett machen, kann ich mit Listen arbeiten und man kann selber entscheiden, ob man dann einen Umbruch möchte, wenn man zum Beispiel mit Visualisierung, zum Beispiel dieses Delta Forecast visualisieren möchte, als Wasserfall beispielsweise, dann kann man entscheiden, ob das Sinn macht, dass die Zeile dynamisch wächst oder ob die immer so groß ist wie das Element und dann per On-Mouse-Over entsprechend den Kommentar anzeigt. Natürlich sind tabellarische Kommentare auch abhängig von den Datenpunkten, kann entsprechend die Kommentare damit verknüpfen, wie ich das brauche, und zwar auch mit versteckten Feldern. Warum ist das wichtig? Wenn wir hier so eine Ergebnisposition haben, kann es sein, dass man die anhand von einer Unique ID aufbaut, weil man möchte vielleicht die mal umbenennen oder anders darstellen. Und da möchte man aber den Kommentar vielleicht nicht verlieren. Oder wenn wir von Mehrsprachigkeit reden, na, dann hat man Materialnummer, Materialbezeichnung, auch so ein Klassiker. Braucht man die Fähigkeit, so einen Kommentar nicht an irgendwas zu hängen, sondern ich muss es dahin hängen, wo ich ihn dann nachher eben entsprechend auch wiederfinde, je nach und zwar sprachenunabhängig. Wobei das Thema Sprache, das hast du ja wahrscheinlich in deinen Design-Diskussionen, Oliver, ja auch mehrfach, oder viele Kunden haben das. Da muss man sich entscheiden, was man will. Mehrsprachigkeit erhöht häufig die Komplexität enorm und ist in der Regel dann Performance-, Berechtigungs- und anderweitige Themen. Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Weil eben alles möglich ist und gerade größere Unternehmen da unterschiedliche Strategien fahren, unterstützen wir eben die Möglichkeit hier, insbesondere natürlich dadurch, dass wir auch versteckte Spalten dann entsprechen können, dann auch die Verknüpfung mit solchen versteckten Informationen, um so zu designen, wie man es braucht. Michael, sorry, ich gucke ja parallel, du hast mir ja so einen Zugang gegeben, ich habe jetzt parallel da reingeguckt und ich habe live den Kommentar, also diese Buchstaben hier, Reihe, die du da eben bei Revenue reingeschrieben hast, die habe ich hier sofort da. Ja. Da gibt es keinen zeitlichen Versatz, ich muss das nicht aktualisieren oder sowas. Wenn ich in demselben Dashboard bin, sehe ich, was du da machst. Yes. Als wir TwoChart auf WebSocket umgestellt haben, auf also eine Echtzeitkommunikation, das ist ein WhatsApp-like, haben wir das so aufgebaut, dass alle Tabellen und auch alle Charts, die auf dem Datenpunkt einen Kommentar oder eine Veränderung erfahren, auch live abgedatet werden, ohne dass man ein Datenmodell dafür neu laden muss. Das geht sogar visuell, das kann ich kurz zeigen. Da springe ich mal kurz hier auf die Dateneingabe. Also ich habe hier auf der linken Seite jetzt eine eingabefähige Tabelle und TwoChart ist auch in der Lage, eben diese Daten zu interpretieren. Und ich habe hier mal vielleicht die Tandy Corporation vor, das macht die Sache einfacher. Machen wir es mal blau und jetzt gehen wir mal hier auf 120%. Und wenn ich das mache, die Planerreichung, wird sofort auch das Chart aktualisiert. Und wenn du auf diese zweite Ebene gehen würdest und da was eingeben würdest, dann siehst du auch, also auf die zweite Seite, wenn ich hier was eingebe, dann siehst du, wird dieses Feld auch gerade gesperrt. Das heißt, es wird in Echtzeit für dich unmöglich sein, da was reinzutippen, aber du siehst auch, der Kollege wird hier sicher gleich Enter drücken und dann siehst du, was passiert. Genau, Road Warrior International, da hat sich jetzt was verändert. Genau, der Road Warrior, den geben wir jetzt 125%, der wird sicher unser Leading Product nächstes
Here we go. Ja, also die 125 stehen direkt drin. Ja, also genau. Direkt. Direkt. Cool. Das ist eine schöne Echtzeit. Ich bin total begeistert. Jetzt sehe ich da ja bei dir auch die ganze Zeit dieses Sales by Country City Chat Fenster da. Kann ich da jetzt was reinschreiben und sagen, hallo Michael? Oder? Das kannst du, weil wir hier anonymen Zugang zulassen und auch im Chat anonyme User zulassen. Aha, okay. Das heißt, ich könnte jetzt auch direkt über diesen Chat sagen, ah, Michael, da hast du was falsch gemacht. Ich glaube, Road Warrior wird sich anders entwickeln. Oder was würde ich jetzt tun? Würde ich die Zahl ändern? Und ist das hierarchieabhängig? Also, wenn ich dein Chef bin, ändere ich die Zahl einfach. Im Grunde, was du jetzt ansprichst, ist genau immer die Krux. Ich kann jetzt kollaborieren und ich kann auch kommentieren, aber die Frage ist, warum sollte ich das tun? Na, dazu gehe ich am besten vielleicht nochmal eins zurück, weil ich hier unterschiedliche Dinge ermögliche, hier im Juni in Deutschland. Und zwar gerade bei der Frage sieht man hier in der Tabelle Q&A und Insights. Die Idee ist, ich kann hier in Tabellen beliebig auch Chats integrieren. Die sind, der Chat ist generell wie der Kommentar in der Perspektive eben auch datenabhängig und kann sogar auf die einzelnen Ebenen von Tabellen aufgesplittet werden. Genau. Hier hat meine Kollegin auch gleich was reingechattet in Echtzeit. Finde ich eben auch. Er kann dann entsprechend antworten und kann dann. Das warst du, Olli, beziehungsweise alle, die Lust haben, können da mitmachen. Auf der Tutor-Seite im Portal ist ein Link auf die Demo. Kann man sich kostenlos registrieren und dann mitchatten. Und die Idee ist eben, diese Widmung hinzubekommen, dass ich sagen kann, hier habe ich einen Q&A. Ich kann dann auch bestimmen, wer darf überhaupt auf diesen Q&A-Channel zugreifen, wer darf da reinchatten und wer darf ihn nur sehen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben quasi eine Collaboration-Lösung, die auch in der Lage ist, Dinge auch nur zu präsentieren. Das wäre vielleicht interessant, wenn wir dann hier in unserer tollen Q&A-Runde bestimmte Erkenntnisse haben und dann aber feststellen, hey, das ist so interessant, warum sind wir hier im Umsatz 100 Millionen unter Forecast? Ne, das ist eine ganz typische Frage. Und jetzt gibt es dazu eine Antwort. Jemand schreibt die irgendwo hin, aber die Antwort ist vielleicht nicht so kurz, dass man sie einfach hier in den Top-Kommentar reinschreibt. Da ist vielleicht auch eine kurze Erklärung drin. Aber vielleicht geht es tiefer, weil es bestimmte Erkenntnisse aus unterschiedlichen Dimensionen und Kennzahlen zusammenträgt und hier relevant wäre. Und diese Erklärung könnte ich jetzt zum Beispiel dann in Insights hinterlegen. Das heißt, wenn jemand noch vertiefte Informationen möchte, dann könnte er jetzt da drauf gehen und typischerweise wäre das dann ein Autor. Das heißt, der würde das dann diese Erkenntnis da rein posten und die anderen würden es nicht verändern. Aber wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie dann dazu einen Dialog aufmachen und wieder dazu entsprechend versuchen, die Erkenntnisse, die eigenen Fragen, die sich daraus ergeben, also diese Kette von, warum ist das Ergebnis im Umsatz im Juni 2021 in Deutschland so entsprechend beantworten. Und die Idee, dass ich eine Plattform habe, wo ich jetzt Kommunikation wirklich Zweck widmen kann und dass es auch persistent ist, also wenn wir hier den Zeitbezug ändern, beispielsweise im Monat zurückgehen, dann habe ich wieder ganz andere Ergebnisse, wenn man auch klickt, genau, und wieder zurückkommen. Ich kann das natürlich dann auch sperren. Ich kann dann sagen, okay, Edit-Berechtigung, also Schreibberechtigung gibt es generell nur im bestimmten Monat. Der Monat muss offen sein. Kann ich dann genau so lenken, wie ich es eben für dieses Dashboard brauche. In der Tabelle, aber eben auch in der Perspektive. Je nachdem, welchen Sachverhalt man diskutiert, kann auch ein perspektivischer Kommentar relevant sein oder Chat relevant sein, den ich natürlich auch wieder, wenn ich hier mal draufklicke, auf die Filter und dann sehe ich, ich habe hier einen Zeitbezug, ich habe einen P&L-Line-Bezug und einen Country-Bezug. Das heißt, im Grunde ist es derselbe Chat-Kanal wie der Q&A, die ich in der Tabelle habe, nur auf einer anderen Ebene. Und das ist auch der große Unterschied zu einem Teams oder zu einem WhatsApp. Dann habe ich eine Kanalwidmung und das war's. Und das ist auch okay. Das ist, wenn ich diese Information nicht mehr brauche, auch super toll. Aber wenn ich
KPIs im Kontext vielleicht noch anderer KPIs oder ein Ergebnis oder einen komplexeren Sachverhalt konsolidiert entsprechend besprechen möchte in meinem Team, dann brauche ich eine andere Lösung. Und dieses Kommunikationsthema kann auch ein ganz anderes sein. Vielleicht ist es keine Q&A, vielleicht ist es auch eine Spalte, wo ich meine Maßnahmen reinposte. 3 Maßnahmen pro Line, wie verbessern wir unseren Umsatz und so weiter. Oder ich mache da andere Dinge daraus. Ich kann das frei definieren, wie sieht Collaboration für mich aus. Also ich habe wirklich eine Chance, diese Brücke zwischen, ich habe irgendwelche faktenbasierten KPI-Systeme und ich habe dann am Ende die Entscheidung oder hoffentlich eine Entscheidung oder eine Erkenntnis, kann ich überbrücken und zwar so überbrücken, dass es danach auch persistent ist und nachvollziehbar für alle. Deswegen für uns auch ein Thema moderner Arbeitsplatz im Sinne von, wir sind viel mehr remote unterwegs, ist jetzt vielleicht auch verteilt, kann mir nicht in die Augen gucken, muss viel mehr Wert darauf legen, dass das, was ich sage oder das, was ich konsumiere, auch eine gewisse Stabilität und Persistenz hat. Und das ist im Grunde auch unser Punkt gewesen. Dazu haben wir ein Buch geschrieben. Ich habe es nur herausgegeben, Supercharged the Modern Workplace. Wenn der geneigte Zuschauer da Interesse dran hat, einfach uns anschreiben oder auf LinkedIn uns kontaktieren, dann schicken wir da eine kostenlose Variante entsprechend als E-Book raus. Gibt es auch auf Amazon. Aber uns geht es darum, das ganze Thema Real-Time Data Collaboration auch wirklich zu promoten und zu sagen, das geht und das macht Sinn in dem Dashboard, weil es Sinn macht in diesen Geschäftsprozessen. Und bei Fragen dann natürlich gerne jederzeit auf uns zukommen. Genau. Ja, jetzt habe ich relativ viel, relativ schnell erzählt. Gibt es denn soweit irgendwelche Fragen oder Feedbacks in der Runde, die hier zugucken? Wenn nicht, dann springe ich gleich mal in die andere Tool-Thematik, die ich dabei habe. Ich habe ja gesagt, wir sind tool-agnostisch und ich habe hier ein Tool, das kennen die Leute. Zumindest habe ich jetzt beim Arthur, wenn ich das so, beim Herrn König, glaube ich, ist der richtige Nachname. Arthur König, Herr König, genau. Ja, aber sag lieber Arthur, das ist ja hier. Hallo Arthur. Power BI Desktop. Und im Grunde zeigt es dieselbe Funktionalität. Also ich habe eine Tabelle, ich habe einen Vergleich zum Vorjahr, zum Forecast und ich habe auch einen zeitlichen Verlauf. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, hier per Filter und an den üblichen Filterthemen, also Selektionsthemen in so einem Dashboard herzugehen und denselben Zustand herzustellen, wie wir es hatten im anderen Dashboard. Ich muss nur kurz mal initialisieren. Und da bin ich jetzt auch im Juni 2021 und habe hier im Grunde die Messages, die wir vorher reingegeben haben, auch zur Verfügung, habe denselben Sachverhalt, bin vom Datenset natürlich jetzt in einer Power BI-Datei, bin aber auch datenabhängig, bin genauso in der Lage wie in dem anderen Tool, das Ganze, was Lese- und Schreibberechtigung angeht, datenabhängig zu definieren und zu sagen, hey, bestimmte Nutzergruppen dürfen da zugreifen, andere nicht. Ich kann das Ganze natürlich auch aufgrund der Unabhängigkeit von wo sich diese Kommentare befinden, überall anzeigen. Ich habe kein Problem mit Publish, ich habe unterschiedliche Server-Ebenen, das habe ich damit alles gelöst und kann entsprechend dann auch fröhlich drauf los kollaborieren. Und wenn man das im Exchange auch zulässt, ist man in der Lage, auch externe Leute direkt anzusprechen, zum Beispiel, wenn ich den Oliver hier direkt ansprechen wollen würde, kann ich das machen. Wir versenden nur gerade keine aktuellen E-Mails an Externe. Also um das mal zu zeigen, mache ich das einfach mal bei mir. Kann sagen,
kann es abspeichern, kann, und dann bekomme ich selber eine Aufforderung hier per E-Mail, hier wurde was eingegeben und kann dann direkt in dieses BI-Tool springen. Ich kann also auch kollaborieren. Wir gehen gerade noch einen Weg, wo wir testen, wie wir das Ganze auch nach Teams pushen können, dass man sagen könnte, hey, ich habe hier ein Gefäß in Teams, wo bestimmte Gruppen drin sind. Und diese Infonachricht, dass da was auf einem Datenpunkt gesprochen wurde, das zeige ich auch im Teams an oder in einem anderen Chat-Tool, sodass ich je nachdem, wie ich mich digitalisiere in einem Unternehmen, dieses ganze Kollaborationsverhalten dort auch in das System einbringen kann. Der große Vorteil eigentlich von solchen Systemen entsteht ja dadurch, wenn man sie wirklich in die Prozesse einbinden kann. Das Schöne eigentlich auch von der Microsoft-Umgebung, wenn man sich dafür entscheidet, dass es sehr integriert funktioniert und man dann entsprechend davon ja auch profitieren möchte. Es soll alles sehr prozessnah sein. Dann entsteht auch der wesentliche Vorteil. Das versucht ja Microsoft ja auch selbst, mit dem quasi, dass Dashboards immer mehr in Teams drin sind und dann darüber gesprochen wird. Also das ist ja eben die Frage, holt man die Dashboards in die Kommunikation oder holt man so wie hier die Kommunikation in die Dashboards? Also gibt natürlich auch hierfür quasi also zum einen Gegenargumente, ja, warum soll man da so einen Chat im Dashboard haben? Andererseits verstehe ich natürlich, dass es hier deutlich granularer, weil man wirklich pro Datenpunkt diese Kommentare hat. Das wird man in Teams halt, da müsste man hunderte von Teams-Kanälen haben, das, was keiner überblicken kann. Und dann genau. Sendet man sich dann wieder so Screenshots mit, ach, schau mal da, genau, diese Zeile, über die sollten wir mal reden, das ist ja die Realität. Deswegen, ja. Auch wenn hier wahrscheinlich ja nur ganz wenige Datenpunkte überhaupt besprochen werden, was ja sonst wäre man ja nur am Reden. Aber ja, das ist, ich sehe schon den Use Case hier. Also neben der Tool-Agnostik natürlich, aber auch hier, was einfach das am Datenpunkt hängt, was Teams bisher noch nicht so leistet. Ja, also dieses granularer Werden von dem, wie man Chats aufbaut, bringt auch eine ganze Fülle an Dingen mit, die man dann verwalten muss. Man muss in der Lage sein, auf dem Filter zuordnen zu können, aufgrund von LDAP oder vielleicht von Excel, wirklich dimensionsbezogene Berechtigung. Wer darf bestimmte Datenscheiben sehen und nicht sehen? Wer darf sie editieren oder nicht editieren? Und auch wer bekommt dann diese Nachricht schlussendlich? Weil das wenn man das so unternehmensweit als Plattform bringt, das haben auch andere oder haben wir dann erkennen dürfen. Gerade wenn es auch mehr im Self-Service-Bereich ist, jetzt ist es schön, jetzt kommentiert man da drauf und ja, manche haben als Firma dann natürlich eine BI-Umgebung und dann kommentiert HR in ihrem HR-Dashboard, dann kommentiert jemand anders das Finance- oder das Management-Dashboard und andere vielleicht operative Produktionsprozesse. Liegen diese ganzen Kommentare auf dieser Tabelle in diesem SQL-Server drin. Na, da kann man dann nicht einfach sagen, okay, jeder kann da drauf und das mal schön exportieren, weil dann habe ich ja alle Einschätzungen, alles Persönliche entsprechend plötzlich frei. Und deswegen muss man sich schon Gedanken machen von der Plattform her, wie bereitet man das safe auf? Und da sind wir gerade im Bereich Self-Service noch dabei, uns zu überlegen, wie kann man das über bestimmte Konnektoren, über Sichten, Perspektiven, die funktionsspezifisch sind, so aufbauen, dass auch im Self-Service-Bereich wieder mit den Kommentaren extern vielleicht gearbeitet werden kann, weil Firmen sagen, hey, ich will Sentiment-Analysen machen, ich will auch mit diesen Daten oder vielleicht auch mit den Werten, die eingegeben werden, weiterarbeiten. Ich habe da irgendwelche Machine Learning Skripte und so weiter. Da kann man relativ viel machen, auch mit externen entsprechend arbeiten. Da ist die Welt so groß, aber die Plattform muss das halt hergeben, weil sonst ist es so ein, man probiert mal und dann hört man wieder auf. Und das macht keinen Spaß. Genau. Deswegen ist gerade das Thema Kommentierung in Teams oder in WhatsApp, zumindest so wie ich das aktuell sehe, aber manchmal ist es ja so, man glaubt es nicht und kommt morgen doch eine Lösung raus. Auf der Datenebene, glaube ich, noch einen Schritt weiter weg. Bin ich mal gespannt, ob Microsoft oder jemand anders das überhaupt macht, in diese Richtung zu gehen.
Genau. Ja, so generell, es hätte natürlich schon Vorteile, weil so ganz anfreunden damit, dass jetzt ein Drittel des Dashboards quasi Gelaber ist, was man immer sehen muss, egal ob man jetzt, ob einen das interessiert oder nicht. Ja, ist natürlich also intuitiver oder quasi von der Idee her, quasi so einen Datenpunkt anzuklicken, dann irgendwo abzuspringen in so ein Kollaborationstool. Separat wäre logischer, aber bisher, also ich habe es auch noch nicht irgendwo gesehen, dass man quasi nach Teams dann alle Dimensionen so durchreicht und da noch die Ordnung dann beibehält. Ja, genau, das ist der Trick. Und deswegen die Idee, dass wir das eben entsprechend auch mit einbauen in das ganze Thema Visualisierung und Kommentierung und Echtzeitkollaboration, dass das Hand in Hand gehen kann. Ganz am Ende sind wir hier nicht. Der Chat wird sicherlich noch weiterentwickelt. Also aktuell zum Beispiel unterstützen wir natürlich Links und auch Rich Text. Man kann es eingeben, miteinander arbeiten und Dinge da reinbringen. Nächste Schritte sind dann aber, dass man vom Typ her sagen kann, okay, ich bringe hier vielleicht auch ein Video rein oder ein Audio-File. Oder ich mache ganz andere Sachen noch. Ich kann es auch als Formular verwenden, kann sagen, Bewertung 1 bis 4, 1 bis 5, 1 bis 10 Sterne und solche Dinge mit einbauen, dass man das prozessnah entsprechend noch mehr vom Kontext produzieren kann und dann aber auch noch definieren kann, was passiert denn, wenn jetzt jemand da was eingibt. Das könnte ja zum Beispiel ein Chat sein, hey, Feedback auf das Dashboard. Welche Art von Feedback gibt man? Gibt man ein Feedback, man hat einen Änderungsvorschlag oder man findet es doof oder solche Themen, die dann vielleicht auch ein Rollout zukünftig unterstützen könnten in so einem BI-Produkt. Da ist die Fantasie beziehungsweise auch die Welt, die sowas produziert, ja so komplex, dass so ein System, was wiederum einmal als Plattform, das als Infrastruktur ermöglicht, glaube ich, gute Chancen hat, da auch Anwendung zu finden. Genau. Ich nehme mal wieder zu. Jetzt habe ich relativ viel auch zu dieser Kommentierung, dieser Collaboration gesagt. Ich finde aber die Idee, also tatsächlich sich auch darüber Feedback einzuholen, weil das ist ja auch immer so eine Frage, wie gut ist denn mein Dashboard eigentlich? Also die Diskussion haben wir ja mit Arthur im Themenzirkel ja auch immer, wie misst man denn jetzt, ob ein Dashboard gut ist und macht man eine Umfrage etc. Und hier dann diese Chat-Funktion generell als Funktion an, also Empfänger-Ersteller-Kommunikation kann ja auch funktionieren. Michael, ich verstehe das Dashboard nicht. Ich brauche eigentlich das, ich müsste eigentlich das sehen. So, okay, genau. Alles klar, wusste ich nicht. Kann ich mal anpassen oder was auch immer. Also gar nicht jetzt so auf den Inhalt fachlich bezogen, sondern Usability etc. Ja, das macht ja so ein Dashboard auch viel persönlicher und gerade BI-Teams, die sich so viel Mühe geben, gerade auch in größeren Unternehmen und manchmal auch in kleineren, die würden sich freuen, mehr ihre Kunden verstehen zu können und mehr mit ihnen interagieren zu können, außer über Tickets, die schon einen großen KPI gibt, bitte close the Ticket schneller, als sie entstehen und lehnt mindestens 66% ab. Michael, wir sind ja immer, also Reporting Impulse ist immer sehr kritisch, was Add-ons angeht. Und sagt so, oh Mann, der Tool-Hersteller, der gibt ein Update raus, das Add-on kommt nicht so richtig hinterher, lass es lieber mit Add-ons. Wie sind denn da jetzt so deine Erfahrungen? Also ihr macht das jetzt mit Click schon live mit Kunden und mit Power BI. Oder Power BI kommt oder ist schon. Und wie läuft das denn? Also zerschießt es, seid ihr so schnell, dass morgen da, wenn ein Update kommt, mein Chat trotzdem noch da ist oder zerhaut mir das dann alles? Also wir hatten das noch nicht, dass alles zerhaut wird beziehungsweise zerhauen wird. Das war in den Anfangszeiten auch von den Softwareherstellern eher mal so, dass man schneller reagieren musste, weil die ja auch lernen und auch nur mit Wasser kochen. Und in der Regel sind wir innerhalb von einem Monat oder zwei spätestens auch mit einem Patch dabei. Also häufig schneller als die Kunden patchen. Bei Microsoft ist es aber manchmal so, dass die eher automatisch jeden Monat reinrollen. Das
Da hatten wir jetzt aber noch kein Problem, was wir jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit dann auch lösen konnten. Wenn wirklich ein Dashboard mal tatsächlich nicht gehen sollte, dass man dann auch innerhalb von einem Tag reagieren kann oder je nach SLA halt entsprechend schneller. Und diese grundsätzlichen Fehler tauchen jetzt eigentlich in den APIs jetzt weniger auf, auch von den Herstellern. Die sind auch mittlerweile sehr stabil, was die Themen angeht, die wir konsumieren. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass wir sehr viel quasi über unsere Plattform machen, haben wir auch sehr viel Funktionalität, die wir quasi unabhängig von Microsoft und unabhängig von Qlik reinbringen. Eigentlich brauchen wir nur die Daten und wie wir auf die Daten entsprechend reagieren, und mehr brauchen wir nicht. Und deshalb ist diese Schnittmenge relativ klein. Und die Chance, dass ein Hersteller irgendwie eine Funktion rausbringt, die plötzlich keine Daten mehr liefert und keine KPIs, also Measures mehr bringt, das ist klein, weil das würde ja überall dann auch bei anderen Erweiterungen sofort zum Fehler führen. Genau. Und natürlich hoffe ich, dass ihr nach der Vorstellung sagt, Mensch, Reporting-Impulse hat erkannt, alle Extensions sind schlecht, außer die von TrueChart. Die müssen wir jetzt durchaus empfehlen, da gibt es nichts anderes. Macht das mal. Absolut. Also ich gucke ja parallel immer noch hier drauf und gucke so, ob ich irgendwas machen kann. Also ich habe ja hier diese Demo und finde es schon echt spannend. Wo ich Arthur ein bisschen recht geben muss, ist so dieses, dass es mir halt den Platz nimmt. Also jetzt mit der Tabelle, ja, finde ich das alles gut und so. Aber es ist, ich kann das Ding halt auch nicht verschieben, ne? Das ist das Chatfenster. Ja, das ist leider. Also ich will jetzt hier nicht euer Produkt optimieren, ne? aber ich hatte jetzt nämlich die ganze Zeit versucht, so dachte ich, ach, ich schiebe mir das einfach so aus dem Bildschirm so ein bisschen raus. Aber das funktioniert nicht. Ich kann es ganz groß machen. Also ich bin jetzt hier immer noch in dieser Klick-Version, ganz kurz machen und ich kann noch hier Help, Filter, aber ich kann es nicht kleiner machen oder verschieben. Genau, das ist, das gibt der Baumarkt, also der, so wie die Webseite aufgebaut ist, derzeit nicht her. Die Idee ist aber durchaus, dass man, also man kann hier innerhalb von TrueChart, wenn man TrueChart verwendet, kann man auch den KPI-Chat verwenden und kann selber sich quasi wie so ein Verhalten aufbauen, variablenabhängig. Das heißt, man könnte dann durchaus auch sagen, ich blende den Chat ein, wenn ich ihn brauche, und ansonsten blende ich ihn aus. Und das ging natürlich auch im Power BI. Ich kann aber auch mit Bildern oder mit sonstigen Themen arbeiten im Hintergrund und kann auch sagen, was auf dem Mobile-Client passiert und was auf dem Desktop passiert. Aber man muss es halt vorsehen. Man kann nicht eine Extension einfach ausblenden aus dem Baum. Das geht leider ohne Hack nicht aktuell. Und ist auch, glaube ich, gut so. Sonst verschwinden die Sachen und die Nutzer wissen nicht mehr, wie sie es bekommen. Ja. Das muss ja im UX muss das ja sinnvoll hinterlegt sein. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass gerade meistens beim ersten Rollout, ne, da geht irgendein Management-Mitglied drauf, öffnet es, verklickt sich, alles weg, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Mhm. Schlechtes Tool, schlechtes Projekt, Budget weg. Alles schlecht, ja. Alles schlecht, genau. Wie kann man nur sowas machen? Vor allen Dingen, wenn es dann wiederholt auftaucht und es ihm niemand erklären kann. Also bei diesen Rollout-Themen muss man natürlich organisatorisch aufpassen, aber als Tool-Hersteller kann man natürlich versuchen, sowas auch entsprechend zu berücksichtigen. Genau. Was man auch wissen muss, glaube ich, ist, wie frequentiert will man informiert werden. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Nutzer zu subscriben, oder die können sich subscriben. Es gibt auch eine Zwangssubscription, wenn man sagt, hier, dieser Kanal muss ankommen. Dann kann man das als Administrator definieren und dann kriegt jeder, wenn hier was passiert, auch eine E-Mail. Ansonsten kann man sagen, hey, ich will täglich, stündlich, was auch immer, ein Update haben. Hier passiert was oder gar nicht. Ne? Jetzt kriege ich es nicht. Manche Kollegen haben das eben auf immediately. Und wenn man dann eine Demo hat, gibt es eine gute Chance, dass wenn jemand gerade die E-Mails liest, dass er kurz mal antwortet. Weil aus der E-Mail, wie ich sie hier vorher mal gezeigt hatte, kann ich direkt in die App oder auch in den Messenger springen.
Das ist vielleicht auch noch eine interessante Sache für alle, die KPIs, die BI-Tools haben, die lizenziert sind. Die TrueChart-Oberfläche ist die KPI-Chat-Oberfläche ist auch als Chat verfügbar. Das heißt, hier kann ich einfach hergehen und kann sagen, was haben wir hier? Hier mal Februar. Da haben wir gestern gespielt. Kann direkt diesen Chat aufrufen, wird dann auch in der neuesten Version durch diese Filter geleitet. Das heißt, ich kann dann sehen, wo gibt es neue Einträge, kann da direkt hinspringen, kann auch sehen, wo werde ich adressiert und kann darauf antworten. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, auch Organisationen in einer Art und Weise einzubinden, die jetzt nicht, wo es nicht benötigt wird, dass ich jetzt zum Beispiel in Power BI reingehe oder woanders hin. Es hat nicht den Vorteil, dass BI-Tools vermieden werden, sondern umgekehrt, dass ich quasi aus dem operativen Bereich heraus die Verknüpfung habe zu den KPIs und da auch mitarbeiten kann. Das könnte zum Beispiel sein, ich habe im Treasury oder ich habe auf irgendwelchen Accounts oder auf Kostenstellen, was weiß ich was, Abweichungen und ich habe da Fragen und Ich möchte antworten und möchte aber und kann auch nicht, vielleicht bin ich auch nicht berechtigt und habe auch keine Lizenz, ins BI-Tool reingehen. Dann kann ich hier direkt mitarbeiten und darauf antworten, auf diese entsprechenden Fragen. Beziehungsweise, was auch mit KPI-Chat, aber auch mit TrueChart möglich ist, da wir das als Core entwickelt haben, dass ich das Ganze auch programmatisch in meine Applikationen einfüge. Das heißt, ich könnte jetzt in jedem webfähigen GUI, also auch im ERP, sonst wo, so einen Chat-Kanal reinprogrammieren, entsprechend muss natürlich mit Daten verknüpfen. Wenn ich eine Datenverknüpfung definiert habe und habe dann sofort diese Solution enabled, da direkt auf den SQL-Server mit einzuwirken, also zu kollaborieren. Ich kann also alle Prozesse dynamisch, wenn ich den Aufwand betreiben möchte und auch die Fähigkeiten dazu habe, auch enablen, da mitzumachen bei dieser Visualisierung und bei dieser Kommentierungsgeschichte. Ja, so viel zum Messenger. Von der Kommentierung, was den Chat angeht, bin ich jetzt, was die groben Anforderungen, auch glaube ich, die Use Cases angeht, relativ am Ende. Auch das Schöne daran ist, es ist sehr selbsterklärend. Man kann hier chatten, man kann hier kollaborieren, man kann es auf den Datenpunkten machen, man kann es in Echtzeit machen, man kann es auch man kann es auch entsprechend berechtigen. Und vielleicht zeige ich noch kurz hier, wie man so ein Channel dann auch editiert. Kann berechtigen, wer ist ein Administrator, wer ist eine Nutzergruppe, wer bekommt Notifications und wie funktionieren die Filter, beziehungsweise wie werden die Filter dann auch von den Berechtigungen her, von den Data Permissions dann auch entsprechend gesteuert, dass das, was da drin steht, auch aus der Berechtigungsrolle heraus, was Edit oder View angeht, entsprechend auch verknüpft ist mit irgendwelchen Berechtigungen. Weil ohne Berechtigung ist es dann häufig nicht so geschickt in Unternehmen, die irgendwas Werthaltiges kommentieren oder kollaborieren möchten. Das ist relativ easy. Also es ist wie bei WhatsApp. Das kann im Grunde jeder, wenn er die Berechtigung dazu hat und das Ganze im System entsprechend auch gepflegt ist. Nämlich man kann im System auch hinterlegen, wer darf überhaupt solche Kanäle erstellen. Das war einer der Anforderungen unserer Enterprise-Kunden. Die haben gesagt, hey, ich will jetzt hier nicht Millionen von Kanälen bei meinen 45.000 Nutzern, da gehe ich ja kaputt. Ich muss das Ganze irgendwie administrieren können. Deswegen kann man auf der Management-Konsole von TrueChart, die das Ganze verwaltet, das auch von den Berechtigungen her einstellen. In unserem Backend kann man definieren, wohin transportiert man und hat natürlich dann von den Settings her auch die Möglichkeit, mit den Lizenzen zu arbeiten, aber eben auch, wie ist die Active Directory-Anbindung, woher beziehe ich überhaupt diese ganzen Berechtigungen? Ich kann Excel hochladen. Bei unserem
bei unserer Suche nach, was müssen wir alles unterstützen, kamen wir nicht um Excel rum. Es gibt sehr große Installationen mit mehr als 40.000 Nutzern, die ihre Berechtigungen mit Excel machen, weil ihre anderen Systeme das nicht konsistent hergeben. Genau, brauchen wir das? Und ich glaube, es ist einfach wichtig mitzunehmen, dass das TrueChart und KPI-Chat als Plattform beides unterstützt und vom Management her auch professionell macht. Das Ganze Multi-Tier, also über mehrschichtige Architekturen hinweg, auch ermöglicht und man hier wirklich einen professionellen Prozess aufsetzen kann, der einem ermöglicht, das Ganze auch nachher zu beherrschen, auch nach dem Rollout, wenn dann hier wirklich kollaboriert wird. Genau. Und damit bin ich dann, was Kommentierung und Chatten angeht und Funktionalitäten angeht, auch schon quasi am Ende. Arthur, was sagst du? Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Also Use Case sehe ich definitiv. Die Frage ist natürlich, es ist halt eine Enterprise-Lösung für viele Sachen. Das wäre jetzt in der Microsoft-Welt mit Power Apps und Teams. Irgendwie könnte man das so auf Low-Level sicherlich was umsetzen, was in die Richtung geht, was aber weniger kann. Ja, sonst, wie gesagt, dass es direkt im Dashboard ist, ist immer noch so leicht unintuitiv. Aber ja, wichtig ist ja, dass ich hier den Zweck schon sehe. Ob man jetzt tatsächlich an Dashboards irgendwie Dashboards als Chat verwenden wird, ja, andererseits gut, das sind halt die vielen Datenpunkte und Dimensionen. Und, ja. Also die Idee, die da dahinter ist, die, wenn man die Menschen mal dazu bekommt, auch wirklich diese Dashboards zu nutzen, ein Thema ist ja, gerade je höher man geht in der Hierarchiestufe, desto weniger wollen die Leute eigentlich solche Dashboards verwenden, wollen aber Dinge erklärt haben, wollen sich auch bewegen können, also intuitiv, was jetzt Sprache angeht, ohne viele Lücken zu haben. Und die Idee ist, also wie ein Tool, was in C als CPM-Tool ermöglicht, alles in einem Tool zu machen. Auch das Thema Kommunikation, wie verstehe ich KPIs, wie erkläre ich KPIs, wie bringe ich Kontext zusammen, wie bringe ich Entscheidungsprozesse zusammen, möglichst so zu machen, dass das, was jetzt einem als üblicher erscheint von der Kultur her, ich gehe in 10 andere Tools, wo ich mir Informationen hole, die nicht verknüpft sind, was ich mache, hier integrierbar zu machen, sodass ich am Ende ein Single Point habe, auf den ich gehen kann. Ich habe meine Kacheln, die Kacheln werden vielleicht erklärt. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit oder auch Bedarf, da Videos einzubinden, andere Sachen zu machen. Aber jetzt im aktuellen Schritt entsprechend zu kommentieren oder auch miteinander zu kollaborieren. Und das halt auch dann über diese 3 oder 4, 5 Ebenen hinweg, bis ich dann natürlich bei der Analysetabelle bin, wo dann ein tabellarischer Chat vermutlich eher weniger Sinn macht, aber eine Perspektive vielleicht, wo man sagen kann, hey, ich habe hier das und das zusammengebaut, macht das überhaupt Sinn? Und sag mal was dazu. Ja, aber das desto weiter oben, desto weniger Dashboards beliebt sind, wenn ich es richtig verstanden habe, das kann ich so nicht wirklich bestätigen. Also wenn die Dashboards gut gemacht sind und gut aufgebaut sind, eine gute Führung haben, leicht verständlich wiederholend, also dieses, du bist in deinem Wohnzimmer, fühlst dich wohl, du weißt, wo was ist und so weiter, dann musst du es initial vielleicht mal erklären, ja, aber die Akzeptanz scheitert, glaube ich, oft an der Usability, also dass die Dashboards nicht gut gemacht sind. So, da ändert jetzt ein Kommentar oder eine Erklärung auch nicht viel. Wenn die Dashboards schlecht gemacht sind, finde ich die auf C-Level genauso blöd wie auf mittlerem Management oder auf Hausmeisterebene. Ich finde es halt doof, weil ich es nicht bedienen kann. So. Das ist vollkommen richtig. Ich meine auch mehr, je höher man geht, desto, also
Das stimmt auch nicht für alle, aber da gibt es den Trend, dass man weniger also nicht unbedingt Technologie und BI-Tool nutzt, sondern dann habe ich hier vielleicht, gut, das ist halt ein Buch, aber ich habe vielleicht ein Managementbuch und ich habe meinen Monatsabschluss und dann mache ich da meine Notizen rein mit dem Bleistift und sage, oh, hier muss ich drüber reden, das ist nicht so gut. Das erleben wir auch manchmal beim Präsentieren, dass ein CFO auch genau diesen Pain Point hat und sagt, Mensch, meine Leute sitzen noch mit Bleistift da, ich bin froh, wenn ich BI 1.0 hinbekomme jetzt und ich muss erstmal die Dinger gedruckt bekommen im ersten Schritt, ne? Oder irgendein Student baut ein Power BI Dashboard zusammen, klickt sich das kurz hin und der Vorstand zeigt es dem, kriegt es auch gerne gezeigt, aber würde da selber nicht reingehen. Natürlich in der digitalen Transformation ist der und auch alles, was wir über Information Design und so weiter wissen, wird es ja immer besser. Die Leute gehen immer mehr in diese Tools rein, aber es ist zumindest meiner Erfahrung nach noch nicht so, dass es Usus ist, dass jeder in allen Management-Ebenen diese Tools verwendet und niemand mehr irgendwas ausdruckt oder als PDF bekommt. Ja, ausdrucken, schönes Thema. Ja. Ja, also es gibt ja neuerdings jetzt, also ohne jetzt zu viel Werbung dann für Microsoft zu machen, hier gibt es ja die sogenannten Goals, die dann so ein neues Objekt sind, so KPI-Werte, also KPI-Objekte eigentlich, die so ein bisschen zwischen Teams und BI hängen und wo da beide so ein bisschen dranhängen. Das ist, glaube ich, auch schon der Versuch, da so eine Brücke zu schlagen und darüber dann eben Teams-Kanäle zu starten. Und gleichzeitig diesen Bezug zum Dashboard, weil eben der Bedarf ja auch gesehen wird, dass wir sowas brauchen, was ihr umsetzt. Das ist hier natürlich das Risiko, dass sich Leute irgendwann, also man kann sich ja sehr vertiefen, jeden Datenpunkt anschauen, kommentieren und so. Deswegen, dass irgendwie das Verdichten auf größere Einheiten im Sinne von KPIs, das kann ich schon verstehen, wenn das auch Leute anstreben. Auch wenn die Granularität ja auch eine Stärke ist von manchen. Ja, wobei, das ist ja ein Designthema, wie gestalte ich Kommunikation auf welcher Ebene? Ja, hier ist man ja in der Lage, das entsprechend zu adaptieren auf den Eigenbedarf. Ist es eher höher, ist es eher tiefer? Je tiefer man geht, desto schwerer ist es, da den Überblick zu behalten und wirklich was damit zu machen. Aber andererseits kann es gerade im Operativen nochmal interessant sein, wenn man jetzt im Kostenstellenbericht Abweichungen kommentiert beispielsweise oder bei uns, wie wir unsere Commissions für unsere Vertriebler kommentieren und erarbeiten zwischen Finance und Controlling und Sales-Verantwortlichem. Und man dann wieder zurückgehen kann, warum hat er die bekommen, diese Commission und so weiter. Da ist man natürlich immer dann in dieser diffusen Welt zwischen, was ist strategisch, was ist operativ, auf welchen Dimensionen bin ich, wo bin ich prozessnah, wo bin ich auf ganz anderen Ebenen unterwegs. Da muss man sich irgendwie einen Plan machen. Michael, wie ist denn jetzt, also Gibt's da schon Erfahrungen oder gibt's da, weiß ich nicht, eine Empfehlung? Wie viele Leute sollten denn jetzt dieses Beispiel P&L, wie viele Personen gucken da drauf, wie viele Personen kommentieren da? Also ich meine, P&L, weiß ich nicht, sind vielleicht 5 oder 8 Leute im Unternehmen. Mhm. Weißt du, ich will darauf hinaus, es bringt ja auch nichts, wenn da irgendwie 30 Leute reinschreiben in so ein Dashboard, oder? Mhm. Es kommt immer auf den Use Case drauf an und wie man das macht. Was du sagst, ist genau richtig. Also gerade bei größeren Unternehmen selbst bei großen Unternehmen ist die Anzahl der Menschen, die das zusammentragen, also vielleicht die Länderverantwortlichen, die das kommentieren und am Ende ist es noch ein Controller, der das Ganze schlussendlich freigibt und vielleicht 2, die Kommentare zusammensammeln und nochmal ein bisschen anpassen und mehr arbeiten da nicht. Und bei anderen Unternehmen, ich hatte einen, der hat Supply Chain, der hat jede Woche das Problem, der sagt, ich mache mein Meeting, da kommen alle hierher und dann habe ich da meine Tabellen, wo wir unsere Materialbestände besprechen. Und wir haben eine halbe Stunde und mehr kriege ich von denen nicht in dieser Gruppe. Und 25 Minuten erkläre ich eigentlich Fragen, die redundant sind oder die schon dieselben Fragen sind aus der letzten Woche. Ich versuche das zusammenzutragen und schneller zu machen.
Da kann ich mich jetzt hier natürlich anders vorbereiten und kann es anders auch hinterlegen, und weil die gucken dann gerade da rein und habe die Möglichkeit, das auch anders festzuhalten, ne, und auch genau am KPI. Natürlich geht es immer um Organisation und Disziplin, und wenn jemand Protokolle nicht akzeptiert, dann hat man natürlich auch mit dieser Form der Persistierung auch nicht so viel mehr Glück. Ne. Da gibt es ja alle möglichen Charakterien im Unternehmen, die da versuchen, Beiträge zu leisten. Und alle kriegt man nie, aber ich glaube, man kann einen großen Teil damit wirklich abfestbaren. Ja, definitiv. Also ja, auch auf jetzt Fachabteilung. Ich bin für irgendwas verantwortlich, habe ein Team und da kommentieren dann drei Leute. Das ist ja alles überschaubar. Also ich glaube, es wird ja nur, desto mehr da reinfließt, desto unübersichtlicher wird es. Und das kannst du ja steuern über die Berechtigung beziehungsweise Fachlichkeit etc. Und dann fließen die Informationen wieder woanders rein. Also ich kann die Kommentare aus meiner Fachabteilung gesammelt mitnehmen und dann auch in der P&L, wenn ich dafür mitverantwortlich bin, ja auch wieder einfließen lassen. Genau. Sollte man auch machen. Mhm. Wenn das so Freitext und Freestyle ist, dann führt das dann vielleicht eher zu Verwirrung. Kommunikation, gerade im Unternehmen, sollte ja dann schon noch ein bisschen professionell sein. Rechtschreiberkennung habt ihr nicht drin, oder? Haben wir noch nicht. Diktieren geht auch noch nicht. Das kommt Diktieren noch. Geht auch noch nicht. Okay. Aber Smileys und Schriftgröße und Fett und so. Ja, okay. Genau. Also die Smileys waren natürlich eine Kernanforderung. Mhm. Unbedingt. Also das ist Emojis sind die einfachste Reaktion. Ja. Ja, weil ich sagen muss, auch diese bewegten Bilder, die man jetzt teilweise findet im Zoom und woanders, auch im WhatsApp ist es mittlerweile integriert. Das ist interessant, wie starke oder gute Sprache so auch rauskommt, auch von Ergebnissen. Ne? Wie reagiert jemand auf ein schlechtes, auf ein gutes Ergebnis? Mhm. Und irgendwie ist dieser Bedarf da, sich auch emotional zu äußern. Und da geht natürlich nichts über Bilder. Ja, yeah, also ich stelle mir gerade vor, ne, so Revenue minus und dann so einen traurigen Smiley schicken, reicht ja eigentlich als Statement, ne? Was sollst du da noch kommentieren? Hätten wir uns mehr anstrengen müssen. Ja, genau. Kontostand minus so ein Grabstein. Ja, genau, da gibt es ja noch diesen Totenkopf und so. Also ja, ich finde es, bin total begeistert. Also jetzt mit Click hier natürlich jetzt nicht mein Favorite-Tool, aber es geht ja auch in Power BI. Geht es auch noch in anderen? Oder also ist es geplant? Wie ist denn so der weitere Weg? Ist das jetzt was wir demnächst in Tableau machen, in SAC, was auch immer? Also es ist auf der Roadmap, deswegen haben wir den Core gebaut. Mhm. Und aktuell haben wir aber als Ziel erstmal noch die Funktionalität an sich noch ein bisschen zu erweitern, auch den Messenger noch ein bisschen intuitiver, aufräumbarer zu machen. Ja, Teams-Integration, also so ein bisschen Basis und Fundament. Und auf der anderen Seite bauen wir gerade noch an der besten Tabelle der Welt, wie wir sie nennen, sprich mit Pivotisierung und Hierarchisierung und so weiter, dass du das auch alles noch machen kannst. Und dann als nächstes ist die Idee, auch auf die SAC und Tableau zu erweitern, weil mit dem Code kann man ja beliebige Schritte gehen. Ja, und das noch ein anderes Thema, was ich da noch mit habe, ist die Schriftgrößenberechnung. Das ist gerade bei der Definition von wie nutze ich den Platz. Und die Idee ist dann auch diesen Charts und diesen Tabellen beizubringen, dass man eine dynamische Schriftgröße hat, die nach oben und also in der Höhe und auch in der Breite sich ausrichtet und dann entsprechend aber die Grafik mitskaliert, sodass, wenn ich das auf einem schlechten Beamer oder auf bestimmten Oberflächen zeige, ich das immer lesen kann und auch damit arbeiten kann. Na, da gibt es unterschiedliche Ansätze im Power BI und auch in Click, solche medienunabhängig Ansätze, wo versucht wird, dem irgendwie gerecht zu werden, aber die gefallen mir noch nicht so richtig und es kommt durchaus ab und zu dann zu dem Effekt, dass man nichts mehr lesen kann oder nichts mehr, dass man es verändern muss, um vielleicht lesen zu können. Ja, und das fließt in die Engine ein und sorgt dann hoffentlich dafür, dass wir da einen Schritt weiter sind, was Visualisierung angeht. Ja, es ist ja schon wieder sehr technisch. Das ist ja so immer das Thema, wo ich dann aussteige. Aber bist du da, also hast du das dir konzeptionell Idee, es gibt einen Bedarf für
Kommentierung ausgedacht und dann gesagt, okay, ich kenne jemanden, der sehr gut programmieren und bauen kann, oder kannst du das alles selber auch? Also jetzt mal interessiert mich mal, weißt du, so Michael Schwan, kannst du das? Bist du so ein Nerd, in Anführungsstrichen, der da Codes schreibt und das eben, wie du gerade sagst, so das muss mitskalieren und die Schrift und Breite und so weiter? Ich würde das ja mal alles voraussetzen, aber weil ich es nicht kann. Also ich habe meine Wurzeln eigentlich in der ABAP-Programmierung oder früher in VBA und sonst so weiter und bin Wirtschaftsinformatiker, aber ich habe dann irgendwann aufgehört und bin eigentlich jetzt nur noch drin, weil man natürlich sagt, feststellt, hey, ich war mal wieder in einem POC und die hatten da so einen Fernseher und dann sollten wir da alle drauf gucken, keiner konnte die Schrift lesen, wir müssen da reinzoomen, es war schlecht dargestellt, wie können wir das verändern? Und dann geht man in die Diskussion, man hat eine Idee, ne? Man möchte einen roten Kreis und der Entwickler kommt dann mit dem grünen Dreieck und erklärt einen aber ja immer, wie das funktioniert. Und ich, das ist wie wenn, ich habe mal, als ich angefangen habe, jemanden für Marketing einzustellen, ich hatte keinen Plan von Marketing und irgendwann mal, weil man die ganzen Fragen stellt, wie kommt man an Leads und so weiter, und dann erklären die einem, wie so ein Funnel funktioniert, und im 30. Interview weiß man dann auch, fühlt man sich fast als Experte, und so ist es mit diesen Features auch. Wenn du sagst, hey, mach mir das so, und erklärt dir, da gibt es verschiedene Style-Sheets, das und das geht eh nicht, das und das ist eine Library, da lernst du quasi fleißig immer mit. Ja, mega spannend. Aber ihr macht jetzt nicht... Hab nicht vor, ein BI-Tool rauszubringen. Haben wir nicht vor, daraus ein BI-Tool zu machen, weil das wäre ja, also das Wissen ist ja komplett da. Ich meine, die Welt braucht wahrscheinlich jetzt nicht das 27. BI-Tool, aber. Oder das 1000. Also, es werden wir immer wieder gefragt, auch bei dem Thema Writeback, was man vorher gesehen hat. Ich kann in die Tabelle einfach was eingeben. Hey, da müssten wir ja nur noch splashen, also über die Hierarchien was verteilen können, dann haben wir doch schon mal so ein Planungstool. Und könnt ihr das nicht standalone machen? Muss ich denn jetzt einen Rollout machen von Click oder von Power BI? Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da mal so einen Client rausbringen, dass man das machen kann. Das Thema Core, also Firmen, die anfragen, kann ich das in meine Applikation einbauen? Ich möchte eine Visualisierungsengine nicht selber coden. Da steckt ja viel Know-how drin. Und kann ich das einfach übernehmen, ist eigentlich eine gängige Anfrage, die wir immer wieder mal haben. Und die Idee ist dann so sicher da, dass man das mal erweitert. Aber ich kann mir jetzt im aktuellen Setting nicht vorstellen, dass ich ein neues BI-Tool deswegen generieren würde oder rausbringen würde. Also außer jetzt, was weiß ich, Amazon kommt her und sagt, da hast, was weiß ich, wie viel, bau mir ein BI-Tool. Ja. Okay, na, dann musst du es machen, aber ansonsten würde ich da aktuell die Prioritäten woanders sehen. Aber weil du gerade jemanden wie Amazon genannt hast, kannst du mal sagen, kannst du irgendwie ein paar Namen nennen, wer TrueChart nutzt? Ja, also vielleicht kenne ich da den einen oder anderen. Zum Beispiel Mercedes. Nee, bei Mercedes haben wir was anderes gemacht. Die nutzen einen Teil von TrueChart, genau. Dann Novartis nutzt es, Siemens nutzt es. Wen könntest du noch kennen? LSG Skychefs beispielsweise, Lowell und unterschiedliche Rüstungskonzerne. Also durch die Bank, es hat eigentlich keinen Funktionsfokus, sondern also von den großen Namen her, die sind alle branchenunabhängig. Mhm. Unterschiedlich eigentlich. Genau. Cool. Ja, Martin, wie ist es bei dir? Was sagst du denn dazu? Ja, ich finde es ein super spannendes Tool. Ich finde es sehr cool, dass ihr eine datenpunktbezogene Kommentierung irgendwie möglich gemacht habt. Ich habe eben mal gedacht, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen anders gelöst, diese Zweispaltung in Kommentar und Q&A. Ich hätte wahrscheinlich vielleicht irgendwie so eine Möglichkeit geschaffen, dass ich in dem Q&A nachher einen einzelnen Post irgendwie tagge, dass quasi das mein aktueller Stand oder der finale Kommentar oder sowas ist, ne, dass das irgendwie mehr integriert ist, aber es funktioniert ja so auch. Das Risiko, was ich, wenn ich jetzt konkret an unsere Organisation denke, ist, wie ich Informationen verfügbar mache, einfach aufgrund der Menge von Informationen, die grundsätzlich durch so ein Unternehmen geistern. Ne? Die jüngere Generation, ich zähle das jetzt einfach mal alle dazu. Ich glaube, wir kriegen das noch so ein bisschen mit, auch mit verschiedenen Quellen da umzugehen und die einzuordnen und so weiter.
Aber wenn ich dann nur so eine halbe Generation älter denke, und das sind ja die, die damit arbeiten müssen, ne, die insbesondere Finanzzahlen auch konsumieren und damit arbeiten müssen, die haben jetzt schon mit alleine mit Outlook und mit einem Teams-Chat und mit Teams-Kanal sind die schon überfordert, ne? Die finden sich schon gar nicht mehr zurecht. Die meisten wissen nicht, was der Unterschied zwischen SharePoint und Teams ist. Ja? Und wenn ich denen jetzt noch so ein weiteres Tool an die Hand gebe, dann finden die die Informationen dann nicht, wenn die nicht da regelmäßig mit drin arbeiten. Also ich denke, das in der Organisation reinzutragen, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was sicherlich dann auch viel Unterstützung von unserer Seite, also jetzt von der Controlling-Seite her bedarf. Ja. Insofern denke ich, je besser man das integriert und konsolidiert mit den bestehenden Kommunikationstools, die man hat, also bei uns wäre das jetzt Teams, desto schneller und desto besser würde ich wahrscheinlich eine Akzeptanz irgendwie dafür hinkriegen. Ja. 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 Und dann ja, von der Arbeitsweise her, also einen einzelnen Datenpunkt zu kommentieren, ist für mich in der Analyse wichtig, ne? Dass ich da reingehen kann, wo kommt eine Abweichung her oder auch auf den Planwert, was sind vielleicht Annahmen dahinter. Der ist aber schon übermorgen wieder überholt, wenn die nächste Periode da ist. Ja? Das heißt, ich sehe auch einen Bedarf, dass ich themenbezogen, unabhängig von einem Datenpunkt irgendwo in der Zeit dann einen Absprung suche und dann da entweder in Projekte oder in Themen irgendwo reingehe. Ja. Und das ist ja auch das, was wir in der Praxis heute man oft so sieht, ne, dass man dann themenbezogen, weiß ich nicht, in Teams-Chat hat, so jetzt zur Umsatzplanung. Ja, und der läuft so immer durch. Und dann muss ich eigentlich eher umgekehrt von da immer wieder mal den Absprung zu einem bestimmten Datenpunkt in einem Dashboard finden. Ja. Was ich heute dann über gefilterte Sichten in meinem Dashboard dann mache. Ne. Ja. Das ist so die Integration in die andere Richtung, die ich eigentlich Also, noch ganz interessant finde. und das ist auch brutal. Also, dieses Thema, dass ich da flexibel sein muss, eigentlich, weil sonst habe ich immer irgendwann einen Bruch, ist auch was, was mich bewegt hat und warum wir da so unabhängig sind. Man kann den Zeitbezug mit reinnehmen, dann filtert er, wie ich es vorher gemacht habe, nach Juni, Juli, was auch immer, einen anderen Chat, aber ich kann den auch rauslassen. Und dann bin ich davon unabhängig. Dann habe ich keinen Zeitbezug, kann aber den Kunden auswählen und habe damit immer dazu entsprechend auch meine Informationen. Wohingegen der Zeitbezug dann sicherlich auch vom Trend her ganz wichtig ist, wenn man irgendwas erklärt und man sieht, okay, was weiß ich, in Deutschland ging's runter, das ist deshalb so. Und dann taucht dieser Grund fünfmal auf in 7 Monaten, dann bedeutet er vielleicht was Besonderes. Ja, solche Arten von zeitbezogenen, aber dann doch übersummativen Auswertungen, was sind Trends auch in der Kommentierung, werden dadurch eben auch ermöglicht. Die sehe ich aber nur, wenn ich in der Lage bin, die entweder alle aufzureißen, ich könnte natürlich auch die Kanäle dann je nach Dimension filtern und dann mir den Trend dazu angucken, oder ich kann es eben wieder rausziehen aus der Datenbank und kann darauf dann entsprechend auch eine Textmusteranalyse und so weiter fahren und mal schauen, was sagt mir denn meine Unternehmung zu diesen bestimmten Entwicklungen. Je nach Unternehmensgröße und Sachverhalt gibt es ja da ganz unterschiedliche Business Cases dazu. Auf die Gefahr hin, dass du das schon eingehend erläutert hast, der einzelne Kommentar zum Beispiel, wo liegt der? Der einzelne Kommentar liegt hier in der, warte, ich habe hier mal die, zack, der liegt hier im SQL-Server und wird dann quasi bei der Anfrage an das jeweilige Frontend, hier fehlt noch das API-Frontend, weitergegeben. Okay. Und es gibt, man kann das über bestimmte Schichten auch transportieren. Also ich kann auch eine Applikation entwickeln in einem Entwicklungssystem und kann dann das Ganze produktiv stellen, ohne dass ich dann die Texte dort überschreibe, weil ich natürlich sagen kann, die Texte, die ich testweise eingebe, haben in dem Kanal im Produktiven nichts zu suchen. Kann die aber auch unterüberschreiben, wenn ich möchte. Das Ganze ist passwortgesichert. Wenn ich das auf ein neues System bringe, kann es ja sein, dass die Benutzer da gar nicht gleich gemanagt werden. Gibt es auch unterschiedliche Setups. Manche haben einen Benutzerstamm für alle Systeme, manche haben das unterschiedlich. Und beides, auf beides kann man dann reagieren.
Ja, sehr gut. Ja, wenn wir sonst keine Fragen mehr haben, Arthur ist schon zum TDWI-Themenzirkel. Dann würde ich mal sagen, sind wir doch durch. Oder gibt es sonst noch? Jan, hast du noch irgendwie vielleicht eine Frage oder ist noch was offen? Dann gerne jetzt noch die Zeit nutzen. Sehr gut. Prima, der Jan hat geschrieben, ist auch alles erklärt. Michael, hast du noch was? Ja, wer jetzt interessiert ist oder irgendwann in der Zukunft interessiert ist, kann gerne auf truechart.com sich auf unserem Userportal registrieren und hat hier dann Zugang zu Demos, zu anderweitigen Dingen wie unsere Knowledge Base etc. Kann uns natürlich kontaktieren, kann uns aber auch direkt E-Mails schreiben. Freuen wir uns natürlich darüber. Auch da nochmal, wer Interesse an dem Buch hat, einfach anschreiben. Schicken wir gerne zu, Supercharged the Modern Workplace. Und ansonsten würde ich mich natürlich über jegliche Form des Feedbacks, der Anfragen freuen. Es gibt natürlich Demos dazu, auch die Power BI-Variante kann man sich dort runterladen. Und ja, ich wünsche einen schönen Freitag und eine gute Zeit. Sehr gut, danke dir, Michael. Ansonsten noch der Hinweis, 12 Uhr Data Talk mit Erik Purvins, Andreas Wiener, mir und ich weiß gar nicht, ob Carsten Bange heute wieder dabei ist, der ist ja noch im Urlaub, über LinkedIn, über Twitch, über YouTube ab 12 Uhr, wer da nochmal dabei sein möchte. Und ansonsten sage ich Dankeschön, Michael, dass du da warst und finde es total danke, spannend. Dass ich da sein durfte. Ja, gerne, gerne. Und natürlich absolute Empfehlung von Seiten Reporting Impulse für TrueChart. Also ich werde es, wenn es um Kommentierung geht, immer wieder erwähnen und positiv erwähnen natürlich. Danke vielmals. Sehr gut. Prima, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao. Bis dann, ciao, ciao.